Um mit dem Scharfschützen von Level 9 auf Level 10 zu kommen, müssen wir 80 Gegner mit einem Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr töten, 2 Gegner aus mehr als 250 Metern Entfernung töten und 20 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Und zum Abschluss einen Gegner töten mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr aus mehr als 400 Metern Entfernung. Ist zum Glück kaum übertrieben. Aber das werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Hab natürlich immer noch kein Voice Attack installiert, weil ich ein Dullbert bin, aber was soll's. Ich fliege mal gerade mit der Drohne ein bisschen auskundschaften. 400 Meter ist halt schon heftig. Wir haben hier irgendwo, auch hier, einen Standort. Da müssten eigentlich auch Gegner sein. Da oben sind zum Beispiel welche drin. Ich markiere den jetzt einfach mal. Einfach, um die Entfernung zu haben für diesen. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie der Bullet Drop auf diese krassen Entfernungen ist. Den haben wir auch noch, eine Drohne. Also wir brauchen 250 und 400. Wenn wir einen 400er machen, haben wir quasi den 250er gratis mit dabei. Jetzt haben wir hier natürlich die Drohnen, die sind halt gefährlich, ne? Alter, wie weit ist das? Ich lass die beiden mal von den Teamkameraden, von den KI-Kameraden ausschalten. Einfach damit die uns nicht hier in die Quere kommen. So, hier haben wir 403 Meter. Ich sehe den gar nicht wirklich. Seht ihr den Gegner da drin? Also ich sehe ihn halbwegs. Nachtsicht an. So kann ich ihn ungefähr sehen, aber ich habe keine Ahnung, wie der Bullet Drop ist. Ah, habe ich irgendwo in der Nähe was, wo ich dagegen schießen kann? Hier. Hier ist der Bullet Drop. Okay, an der ersten Linie. Ich schalte auf Nachtsicht um. Schauen wir mal so. Ich probiere es mal so. Nice! Haha, geiler Scheiß. Ah, mit einem Kopfschuss! Töten Sie Gegner mit einem Kopfschuss aus mehr als 250 Metern Entfernung. Na gut, okay. Gut, da haben wir den nicht gratis mit dabei. Aber geiler Scheiß. Definitiv, wir haben das, was am... das, was ich als... von dem ich dachte, das ist das Schwerste von allem. Hat sich als das Leichteste rausgestellt. Sorry für die lauten Knalls, was auch immer. Ach, guck mal, der war mehr als 250 Meter entfernt. Nice. Und jetzt ist plötzlich alles still. Hallo? Wo ist der? Da. Kampfdrohne gestartet. Da kommt ein Auto. Ach, die sind aber unten drunter. Ich hab nichts dagegen. Die sind nicht hier bei uns. Ich meine, da oben ist auch noch einer drin, ne? Zeit für Nachtsicht. Müsste zumindest. Ja, da ist er. Das war ein Headshot! Es war ein Headshot! Geiler Scheiß. Damit haben wir zwei von den vier Herausforderungen schon erledigt. Ich aktiviere da mal wieder den Schalldämpfer. Beziehungsweise montiere den Schalldämpfer.
Geiler Scheiß. Macht das Bock. So, wie viele Gegner unentdeckt? 20. Ja gut, wir müssen 80 Gegner töten. 80 Gegnern werden wir ja wohl mal 20 unentdeckt hinkriegen. Au. Ach, mach keine Sachen. Bin ich wirklich verwundet? Wäre ich ja so nie drauf gekommen. Wer rennt denn da hinten rum? Wer bist du denn da hinten? Verdammt, der hat gesessen. So, aber den Scharf. Den Scharfschützen snack ich jetzt aber auch. Du schickst gar nichts. So, und jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? hier haben wir eine Kontrollstation, so der könnten wir mal gehen. Wo ist das? Orientierung wie ein Goldfisch. Ach, ist das oben, da hinten. Haben wir irgendwo vielleicht noch etwas am Boden, das wäre ganz cool. Wir hätten hier ein bisschen was, aber hier noch kaum was aufgedeckt. Hier könnten einige Gegner sein. Aber ich kann ja eh nicht. Nicht darum! Meine Fresse. Und hier, Fallschirmsprung. Jawohl. Ich leg mal los. Oh shit. So war das. Ach du Scheiße, ein Drohnengebiet. Na, und Wolfs natürlich. Warum auch nicht? Wenn Fuba, dann richtig. Oh Mann, das Spiel macht so viel Spaß immer noch. Kann natürlich auch dran liegen, dass ich chronisch unterzockt bin. Hat da gerade jemand geschossen? Nee, ne? Ich dachte, ich hätte einen Querschläger gesehen. Ist immer noch sau weit weg. Hallo, du. Tödliche Schuss ins Knie, wer kennt ihn nicht? Eigentlich müssen wir nur auf alles ballern, was sich bewegt. Würde ich am besten vielleicht sogar eine andere Waffe nehmen. Ein Präzisionsschützengewehr mit größerem Magazin zum Beispiel. Aber ich weiß gar nicht, ob ich sowas freigeschaltet habe hier. Kann ich das hier sehen? Ja, kann ich. Hätte hier eines. Die hat aber auch nur 5. Hätte ich dafür. Kann ich nicht sehen. Okay. Ich sortiere mal nach Art. ESG, eine 416 Scout. Würde zählen. Ich glaube, so der wechsle ich dann, ne? Für die 80. Hat zwar nur Feuerstoßmodus, aber. Aber andererseits macht das Snipen schon Spaß. Also auf größere Distanzen. Und ein bisschen Spaß darf ich beim Aufnehmen ja auch haben, oder? Ich glaube, da ist ein Behemoth-Verteidigungsgebiet, so wie das aussieht hier. Himmel ist frei. Ja, da ist eine Behemoth. Die lasse ich jetzt aber mal schön im wahrsten Sinn des Wortes links liegen. Das ist eine Wolf-Patrouille. Alter, kann der mal aufhören zu laufen wie ein Behinderter? Und sich mal für eine Richtung entscheiden und nicht immer nur 2 Schritte gehen und sich dann umdrehen? Wo ist er hin? Der ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Komm raus.
Ich glaube, der hat keine Lust. Er hat gedacht so, nö, meine Kumpels sind tot, ich verpiss mich mal. Ich hoffe, ich komme da irgendwo hoch. Bin ich noch im Kampf jetzt, oder? Ja, natürlich. Ich habe ja auch gerade eine Wolf-Patrouille angegriffen. Ja, sieht schlecht aus hier. Aber vielleicht da. Ja, kletter hoch. Los, Nomad, du schaffst das. Ich weiß es ganz genau. Komm! Nein, nicht runterrutschen! Ach, Menno. Weiter geht nicht. Nö, der hat keine Lust. Bin ich wenigstens außer... Nee, bin ich aus dem Kampf draußen. Natürlich nicht. Da unten ist noch eine Patrouille. Wo ist dieser eine Wolf? Kann mir das mal einer sagen, wo der ist? Da ist er. Er sitzt da und bewegt sich nicht. Toll. Ganz großes Kino. Und der wird sich jetzt auch nicht geben, denke ich. Dann müssen wir wohl zu ihm kommen. Ah, natürlich, jetzt, ne? Immer mitten rein. Gut. Alles sauber hier. Prima. Ich höre noch eine Wolf-Patrouille. Sehe sie aber noch nicht. Yay, Aloe Vera. Alö. Aloe. Aloe. So, guck mal da. Raketenschütze. Scheiße, nicht schlecht, Boss. Dankeschön. Jetzt habe ich zu voreilig geschossen. Tatsächlich auch aus Versehen. Ich wollte nicht klicken. Ich wollte nicht klicken. Aber es ist passiert. Ich habe voreilig geklickt. Und da wurde ich entdeckt. Beziehungsweise... Ja. Ich habe quasi Alarm ausgelöst. Was man den Dudes ja nicht mal verübeln kann. Wenn neben mir so eine 12 cm lange Kugel einschlägt, dann würde ich mich auch beschweren. Keine Ahnung. Das war einfach nur eine Zahl. Ich weiß nicht, wie groß die wirklich sind. Hab nie einen in echt gesehen. Keine Ahnung. Vermutlich doch noch ein bisschen größer sogar. Genau, geht kein Risiko ein, bis ihr mich habt oder uns. Rennt einfach nur kopflos übers Feld. Ach, da ist gar keiner. Wo ist der? Ich dachte, ich hätte gerade einen gesehen. Oh shit. Jetzt aber. So, noch 54 Gegner. Hier gibt es allerdings... Oh, keine mehr. Okay, wir wurden entdeckt auf jeden Fall. Warum ist da niemand? Müsste da nicht ein Scharfschütze sein? So, was haben wir denn noch hier für Ortschaften hier in der Nähe?
Nichts so wirklich viel, ne? Die Wohnanlage Freeman. Weißt du was? Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Und schauen mal, was es da so gibt. Kra, kra, kra. Fällt mir gerade. Oh, geil. Da fällt mir gerade ein oder auf. Ich habe komplett vergessen, zwischendurch mal am Biwak zu rasten. Und meine Vorräte so aufzustocken und mir einen Buff zu gönnen. Aber das ist jetzt halt so. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich jetzt ans Biwak zu setzen. Hui. So, wir haben hier eine Straße. Da fahren Autos in der Regel. Und einen Busch. Als alter Busch-Wookie setze ich mich da natürlich rein. So, wahrscheinlich sind die Distanzen hier aber zu groß, dass ich hier überhaupt niemanden sehe. Oder auch nicht. Ach verdammt, ich wollte doch ans Biwak. Ich wollte mir doch eine andere Waffe nehmen. Ich wollte mir doch eigentlich die 416 nehmen. Da kann ich ein bisschen mehr reinrennen. So, wo ist das Biwak hier? Bin ich... Keine Ahnung, ich hab... Da vorne, ne? Oder? Wenn nicht, beam ich mich halt gerade wieder hin. Nee. Doch. Da ist es. Da ist es. So. Dann wechsle ich nämlich jetzt mal gerade die Waffe zum 416 Scout. Oder haben wir eine andere noch? Ich hätte noch eine G36 Scout, das weiß ich. Hier. Ja, 416 schon geiler, ne? Ja, komm, so. Aufleveln können wir auch noch ein bisschen. So, leider nicht alles. Uns fehlen Elite-Waffenteile. So, dann nehmen wir hier den Laser. Dual-Range-Optik. Ja, die können wir eigentlich behalten, ne? Die Dual-Range, die ist ganz gut. Man so mal auf... bisschen Distanz als auch auf, also als auch im Nahkampf ein bisschen kämpfen will. Reichweite, Zieldauer 10% mehr Reichweite ist halt schon heftig, aber das können wir ja auch so kompensieren. Vor allem kämpfen wir ja in der Regel sowieso nicht so auf so krasse Distanzen. Was nehmen wir denn mal für eine Lackierung hier? Hab hier noch gar nicht so viele freigeschaltet. Ja, nehmen wir die. Multicam. Das passt aber irgendwie nicht, ne? Passt irgendwie nicht. Hier. Atex Ghost. Nee, ist nicht Ghost, sondern Dingens. Aber. So. Die Vorbereitung lasse ich sein, aber ich kaufe hier mal schnell noch ein paar Sachen nach. Gut, warum ich das im Biwak tue, habe ich in der letzten Folge erklärt. Und dann geht's jetzt weiter. So, schauen wir mal. Okay, Feuerstoß mit 3 Kugeln. So, wie wechsle ich hier noch? Ne, so nicht. Ah, so, genau. Gut. Dann lassen wir Einzelschuss.
Und baller mal direkt ein paar Gegner weg hier. Ach du Scheiße, wie viele sind das denn? Ach, der eine hat's überlebt. So kriegen wir auf jeden Fall relativ schnell relativ viele Gegner weg. Schade, dass es für die Waffe kein erweitertes Magazin gibt. Toll. Ja, den Bulletrop und so muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich habe mich jetzt an die Tech 50 gewöhnt. Phänomenal. Alles unter Kontrolle. Ärger am Anmarsch. Aufgepasst. Okay, ich schalte wieder um auf Einzelfeuer. Und dann schauen wir mal weiter. Ich höre Gegner da hinten irgendwo. 20 brauchen wir immer noch, ohne entdeckt zu werden. Wo sind die? Die hören sich an, als wären sie direkt da. Da sind sie. Aber die müssen echt laut schreien, ne? Dass man die so krass hört. Zack. Bam. Hier, was haben wir hier? Ich glaube nichts. Ein Fallschirmsprungpunkt. Alles sauber hier. Achtung, wir haben neue Gäste. Der Bulletrop ist schon krass, ne? Muss man schon ganz ehrlich so sagen. Da oben gibt's nichts. Ist halt nichts für wirklich große Distanzen. Halt auch nur ein Präzisionsschützengewehr. Habe ich diese Orte eigentlich alle schon aufgedeckt? Nee, nicht so wirklich, ne? Das mache ich dann mal gleich. Die VIP versucht zu fliehen. Es wäre zu schön, wenn dieses Moped-Geräusch wirklich bedeuten würde, dass da jemand fährt. Aber nein, bedeutet nur, dass spawnt jemand. Komm, nehmen wir mal ein paar Skill-Credits mit. Schon lange keine Kiste mehr geöffnet. Hui, Ibi, 500. Ich bin reich. So. Er hat ein Auto. Aber zu schnell weg. Was haben wir denn da hinten? Ist da drüben nicht auch irgendwo ein Biwak? Oder bin ich falsch? Bin falsch, ne? Ja. So, ich muss nur gerade kurz mein Mauskabel befreien. Ich habe das irgendwie unter das Stromkabel vom Laptop gewurstelt. Jetzt ist es wieder draußen, also drüber. Murmurdrohnen. Lupine. Das war das Wort, das ich letztens beim Einkaufen gesucht habe. Ich wollte meiner Freundin sagen, es gibt auch Joghurt aus irgendeiner Pflanze, aber die nicht Soja ist. Aber bin nicht auf den Namen gekommen. Ich wollte einen Fallschirmsprung machen, eigentlich. Ja,
Ich wollte wieder einen Fallschirmsprung machen, aber irgendwie hat er keine Lust. Kommen die schon wieder zurück? Oh, 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 leg dich hin! Oder geh in den Busch. Heilige Scheiße, das war knapp. Toll, ich kann nicht weiter nach links zielen, es geht nicht. Nice. Ich glaube, wir wurden nicht entdeckt. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Dann schauen wir mal, was es hinten in dieser Basis so gibt. Schalt nochmal auf Nahkampf um. Es wird eigentlich mal wieder Zeit für eine Ankündigung von neuen Ghost Recon-Teilen, ne? So. Da ist niemand. Nur der Mörser. Ich sah da eben einen Gegner, allerdings jetzt sehe ich keinen mehr. Ist das da ein Kopf? Das da? Ich glaube schon. Aber, nee, vielleicht schieße ich doch nicht besser da drauf. Da. Noch 40 Gegner. Dann haben wir's. Schauen wir mal, ob ich diesmal schaffe, bevor meine Freundin nach Hause kommt. Wir werden sehen. Das ist ein ziemlich großes Teil hier, ne? Was ist denn das? Ach, das ist das Teil, wo ich eigentlich hin wollte. Eben schon. Fertigungsanlage Omega. Ich hätte so gern die Tarnung aus Motherland, ne? Aber wenn ich auf Level 10 bin... Da wurde die Leiche entdeckt. Wenn ich auf Level 10 bin, kann ich zu meinem anderen Profil wechseln und da habe ich die komplett hochgelevelte optische Tarnung aus Motherland. Geil, da freue ich mich drauf. Kann auch sein, dass ich erst bei Level 11 wechseln kann, weil ich nicht weiß, ob ich da schon angefangen hatte mit dem Scharfschützen Richtung Level 20. Aber das werde ich sehen. Da habe ich auch mehr Waffen. Setze die Nachtsichtbrille auf. Ich sehe halt original nichts hier, ne? Ah, guck mal. Den habe ich doch gesehen. Doch, ich gebe an. Weil ich es kann. Ich gebe an, weil ich es kann. Ich hätte halt gerne noch ein paar Gegner, die ich sehen kann. Das wäre echt cool. Am liebsten Gegner, die ich sehen kann, die mich aber nicht sehen können. Das wäre am allercoolsten. Oben haben wir auch noch was. Was ist das denn? Ist das Arrow? Nein, ist nicht Arrow. Schauen wir mal hier. Da rennen Gegner rum. Aber es sind erstaunlich wenige Gegner dort, ne?
insgesamt. Straße muss ich aufpassen. Das Hauen sehe ich halt echt schlecht. Beziehungsweise echt wenig. Zeit für die Nachtsichtbrille. Das ist ein Heli, das ist cool. Mit dem können wir nachher weiterfliegen, eventuell. Ich mach das Ding wieder aus. Ich muss da irgendwie rein. Ich muss da irgendwie rein, sonst wird das nichts. Halluzinationen habe ich auch schon. Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay. Ich habe einen ungefähren Plan, wo wir sind. Rechts ist dieser höhlige Tunnel. Gar nicht, ob es da Gegner drin gibt. Sieht nicht so aus, nee. Ziemlich gut. Aktiviere Nachtsichtgerät. Ich sehe keinen. Ach da, der hat die durch die Wand gesehen. Augen auf, Feind! Also meine Flanke ist hart ungedeckt. Nicht doof ist eigentlich. Kann aber ja mal mit dem Ding noch schießen. Einen habe ich noch. Guck mal da oben. Guter Schuss. So viele sind hier wirklich nicht, ne? Wirklich nur relativ viele. Aber da kommt eine Drohne irgendwo angefahren. Schalter auf Nachtsicht. Echt uncool. Wo ist die? Da. Lad zur Sicherheit schon mal die panzerbrechenden Kugeln. Uiuiuiui. Was ein fucking geiler Scheiß. Gott, macht das Spaß. Bereit machen. Wir haben Gesellschaft. Verstanden. Alle bereit machen. Das war der letzte panzerbrechende Schuss. Der ist aber auf den Bauch gefallen, ne? Soweit ich mich erinnere. Jawohl, geil. Die Drohnen auf den Rücken der... Drohnenpiloten zählen nämlich auch als Gegner. Selbst wenn die gar nicht losgeflogen sind. Scheiße! Weg hier! Okay. Mehr Feuerkraft ist immer gut. Da. Kann mal jemand bitte das Schwergewicht ausschalten? Danke. Da oben. Das war die Drohne von Fixit, ne? Ich habe auf Fixits Drohne geschossen, sorry.
Noch 29 Gegner. Genau, Augen auf, Umbriss. Ich weiß nicht, warum du Spanisch sprichst, aber es ist mir auch egal. Also als Tribut an... Wildlands. Ja? Guck nur raus. Noch. Oh, hallo. 23, Entschuldigung. Das Ding zählt leider nicht als Gegner. Es haut halt übel rein, das Ding. Ich gebe meinen Feuerbefehl. Zeigt's ihn! So. Wir sind erstmal sicher. Die sehen uns nicht. Cool. Moment, war da einer? Das war's hier. Ich bewege mich zu deiner Position. Gut, das war's. Alles klar. Dann können wir ja mal schauen, wo noch was ist wo. Was weiß ich, ich schnapp mir einfach den Heli und flieg einfach ein bisschen wild in der Gegend rum. Machen wir das. Dann haben wir noch ein bisschen Flugspaß oder so. Kameraden können sich teleportieren, oder? Sollen die sich beamen? Wir fliegen. Zum nächsten Ort. 22 Gegner fehlen noch. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Ich persönlich höre mich sehr, sehr leise. Ich sehe den Gegner schon. Sucht weiter. Hier ist was faul. Sauberer Schuss, Ghost. Aufpassen, die sind in der... Ich weiß, das zählt nicht, aber... Die warten nur auf uns. Shit. Ich will die Panzer pressen. Hey, hey, seid wachsam! Wir haben Gesellschaft! Ich will die panzerbrechende Munition nicht verschwenden. Oh shit. Fuba, 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 Rückzug. Abbruch, Abbruch. Abbruch! Oder auch nicht Abbruch? Ich habe immer noch die drei panzerbrechenden Schüsse. Wo ist die Drohne? Die will ich noch haben. Ich will die scheiß Drohne noch haben, verdammt. Da, Pixel ist im Weg. So. So, ein bisschen Action hier. Hui! Yay, Kapuze Arcturus Ghost freigeschaltet, nice. Bringt mir nur nix.
Ach, das ist fix jetzt Drohne, scheiße. Ich dachte, das wäre eine. Ich dachte, das wäre eine Bodendrohne, die da rumfährt. Aber wir fliegen wieder ein bisschen, weil das hier bringt überhaupt nichts, wenn die KI-Kameraden mir dauernd die Kills klauen. Nicht da drauf. Oh oh. Versuchen wir es einfach mal hier. Vielleicht haben wir hier ja genug Gegner. Es ist so verdammt feucht auf dieser Insel. Ich vermisse die Wüste. Jeden Tag. Hier treiben sich feindliche Einheiten rum. Seid wachsam, es gibt Anzeichen für Feindaktivität. Feindliche Schütze! Wir wurden vom Feind entdeckt. Alles sicher. Die denken, wir sind weg. Noch 10. Noch 10, dann haben wir's. Das ist, war knapp. Handgranate. So, einmal nachladen. Der ist weg. So. Da. Oh Mann. Konzentriert euch, ihr seid beschädigt. Und macht sich kalt. Noch 9. Ja, dann machen die KI-Kameraden wieder alles weg. Abgeknallt. Da hinten. Sucht nach Ziel. Wer schießt da? Feind ausgeschaltet. Die Drohne ist kampfbereit. Die KI-Kameraden sind leider viel zu effizient. Wir sind leider viel zu effizient. Triff sie dort, wo es wehtut. Das sollte Schaden anrichten. Nein! Mann! Er hat mir schon wieder einen Kill geklaut. Ah. So, beim nächsten Heli. Wo ist der? Sterb, du Mistgeburt! Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Oh, scheiße! Mann, wäre auch zu schön gewesen. Noch 6 Gegner. Noch 6 Gegner, dann haben wir's. Ich wollte nicht an den Schützenplatz. Ich wollte eigentlich... Sichtkontakt zum Ziel verloren. Lasst niemanden entkommen. So, noch 5. Jetzt steigt doch auch mal ein, Mensch. In 5 Minuten kommt meine Freundin nach Hause. Wo ist der Gegner? Da.
Dreh dich mal um, danke. Noch vier. Warte noch schnell, vier Gegner! Steig endlich ein. Geht doch! Bewegung! Ich komm schon hinterher! Da unten waren wir gerade. Da links waren wir auch gerade. Auch nur noch fünf Gegner. Nein, vier. Dann haben wir es doch. Meint er, da patrouillieren genug Gegner rum? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass da genug Gegner rumpatrouillieren. Einer. Ach nee. Komm, noch zwei. Ich bin zu hektisch. Hektik ist... nicht gut in so einer Situation. Ich nehme mir keine Zeit. Wo ist der hin? Weg. Komm, noch einen. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Ich nehme mir halt einfach keine Zeit zum Zielen. Um irgendwie klug vorzugehen. Da, ist das einer? Nee, das ist ein Toter. Da. Nee. Ich sehe sie nicht, ich sehe keinen. Da. Ja, geil, damit haben wir's. Scharfschütze, Level 10. Geiler Scheiß. Geschafft. Ach, ja, dass ich das noch erleben darf.